Rückrundenauftakt zwischen dem TSV 1860 München und dem SV Meppen am 20. Spieltag. Und erst einmal ein Gruß und Genesungswünsche der 60er-Mannschaft an Quirin Moll, der sich vergangenen Montag so schwer am Kreuzband verletzt hatte. Der Gegner, der SV Meppen, um Thorsten Frings kam mit 2 Niederlagen und einer Bilanz ohne Tor nach München auf Giesingshöhen. Und wir gehen hinein ins Spiel, das mühsam startete und lange brauchte, um in Fahrt zu kommen. Dafür benötigte man einen Rückpass von Markus Piosek, der Erik Domaschke zum ersten Mal etwas in Verlegenheit brachte, denn Biancardi war zur Stelle. Da waren aber schon 26 Minuten gespielt. Meppen stand gut in seinem System, ermöglichte 1860 kaum mal durchzukommen. Biancardi dann und dann nach einem Abpraller noch einmal eine Möglichkeit. Fabian Greilinger in der 42. Spielminute. Das war wirklich der erste Torschuss und auch der einzige in den ersten 45 Minuten. Und damit war die Aussicht von Giesingshöhen tatsächlich das spektakulärste aus der ersten Halbzeit. Hinein in den zweiten Abschnitt, da gab es erst einmal einen Aufreger. Thorsten Frings hatte sich mehrfach lautstark beschwert und bekam von Schiedsrichter Osman Nagic die gelbe Karte. Wortlaut: Es sind die kleinen Dinge, über die sich Meppens Trainer zu sehr und zu oft beschwerte. Das Spiel nahm dann ein bisschen Fahrt auf, vor allem wegen dieser Szene. Florian Egerer, faul hier an Sascha Mölders, der ansonsten komplett abgemeldet war von Meppens Abwehr, der Top-Torjäger der dritten Liga. Aber dann gefährlicher Freistoß. Richie Neudecker einmal, zweimal abgefälscht und der Ball im Tor. Mit der ersten wirklichen Möglichkeit die Führung für 1860 München am Ende. Sammy Belkahia mit dem Knie am Ball und damit im 11. Profispiel das allererste Tor für den 22-Jährigen. Dann schien es zu laufen. 60 wurde offensiver, wurde gefährlicher, konkreter. Aber Meppen hatte einen und zwar Dejan Bosic. 2,5 Minuten nach seiner Einwechslung mit dem ersten und einzigen Torschuss gleicht der SV Meppen diese Partie aus. Der lange Einwurf von Ballmert, verlängert von Bosic, Bure, der nachhakt und der Ball fällt Bosic vor die Füße. Hiller hatte bis dahin keinen einzigen Ball festhalten müssen und er musste das auch weiter nicht. Es blieb beim 1:1. Man hofft immer, dass man derjenige ist, der das Spiel entscheidet, selbst wenn man von Beginn an spielt. Aber das ist auch irgendwo ist das auch Teamgeist. Selbst wenn man draußen ist und dann sagt, komm Jungs, wir geben heute alles, dann ist egal, wer das Tor macht. Im Endeffekt habe ich jetzt zum Beispiel hier das Glück, dass ich das 1:1 mache, aber es wäre mir jetzt auch egal gewesen, wenn es ein anderer gewesen wäre. Ja, es war ein sehr schwieriges Spiel. Das wussten wir von Haus aus. Gegner stand sehr tief, hatten viel den Ball, schwierig da vorne was zu machen. Und dann gehen wir glücklich in Führung und das Gegentor sehr ärgerlich. Nach dem Einwurf sind wir eigentlich dran und irgendwie können wir den Schuss nicht blocken und dann geht er rein. Ist natürlich doppelt ärgerlich, aber kann man nichts machen. Schwierige Platzverhältnisse, eisiger Wind und ein TSV 1860 München, der vom SV Meppen nie in dieses Spiel so richtig hineingelassen wurde. 314 Minuten ohne Tor sind zu Ende beim SV Meppen. Der holt einen Punkt auf Giesingshöhen. Alle Spiele der dritten Liga live. Nur bei Magenta Sport.